Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen, die Neuumsetzung unserer Anlage zu machen, beziehungsweise die Verbesserung, um nachhaltiger zu werden und vor allem unser Wasser zu schützen in Zukunft. Dazu gehört eine neue Wasseraufbereitungsanlage für das saure Wasser, die wir jetzt hier pausieren werden, damit hier nichts mehr durchgesetzt werden kann. Jetzt darf alles nur noch in die neue Anlage reinschwimmen. Hier wird es gleichmäßig auf die Anlagen aufgeteilt, damit der Betrieb jederzeit läuft. Das sollte gut laufen dadurch. Und wir sehen schon, der Umsatz beginnt schon. Wir produzieren hier Schwefel und mich würde mal interessieren, mit was kann ich... Nein. Was kann ich Schwefel machen? Was ist für Schwefel gut? Schwefel ist ja jetzt quasi für uns so ein kleines Abfallprodukt währenddessen. Mich würde aber trotzdem interessieren, was kann ich mit Schwefel alles anfangen? So, Schwefel müsste hier irgendwo sein. Schwefel. Verbrauch. Schwefel wird benötigt zum Beispiel für... Oh, für Tofu. Aha. Also habe ich hier einen Tofu. Tofu wäre natürlich schon eine schöne Sache. Wenn man es so sieht, ne? Ich kann Schwefel natürlich auch... Ich kann es verbrennen. Okay, also bedeutet, wenn ich jetzt voll laufen würde fürs Erste, kann ich das jederzeit auch abfackeln. Macht aber... Oh, das macht Luftschmutz. Aha. Ich kann das anstatt Kohle verwenden. Ich kann das anstatt Kohle verwenden. Also das wird uns jetzt aktuell nicht viel bringen, weil wir so viel Gummi haben, dass wir so viel Gummi haben, dass es uns ewig reicht. Aber es ist interessant zu wissen, ich kann hier mit Schwefel höherer Dieselverbrauch, ein bisschen Schwefelverbrauch, aber vor allem auch kein Abwasser mehr. Aha. Aha. Okay, ich sehe schon, das wird nicht lange halten. So, der nächste Stufe bei Ammoniak war ja... Warte mal, ich muss wieder zu Ammoniak zurück. Ammoniak. Ammoniak habe ich gebraucht für... Wo war es denn jetzt wieder? Ah, dafür brauche ich... Nee, warte mal. Das kann ich wieder zurückverwandeln mit Stickstoffrenntisch und Dünger herstellen sogar. Ah, nee, ich brauche Wasser dafür. Bin doch blöd. Das ist Betäubungsmittel. Alter, was soll ich mit Betäubungsmittel? So. Hier, mit Elektrolyseanlage kann ich daraus Stickstoff und Wasserstoff machen. Stickstoff. Wenn ich Stickstoff verbrenne, blöde Frage. Was passiert da? Nichts. Gut. Also Stickstoff könnte ich einfach in die Luft ballern. Ah nee, scheiße. Ich brauche Stickstoff für... Ich könnte es ganz rüberpumpen zu meiner Stahlanlage. Dann brauche ich die andere Anlage nicht. Aber okay. Wasserstoff, wenn ich das verbrenne fürs Erste, passiert auch nichts. Okay, gut. Aber ich finde es gut, dass das so gut funktioniert gerade. Es laufen fast alle drei gleichzeitig. Zwischendurch hängt es zwar ein bisschen, aber wir sollten genau in der Auslastungsgrenze liegen, so wie ich es vermutet habe. Gut. Abfallsortierer wäre noch eine Sache. Goldschrott, zerbrochenes Glas. Und Vorteil für uns natürlich wiederum ist, die Anlagen sind aus, dadurch geht die Gesundheit nach oben. Der Bevölkerung. Was mich interessieren würde, ich will mir nochmal kurz, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, aber ich will mir nochmal anschauen, was Schwefel so alles kann. Ich kann Schwefel verwenden mit Kalkstein und Dünger 1, um daraus Dünger 2 herzustellen. Aha. Okay. Also ich mache entweder Tofu draus, ich kann daraus Schlack machen oder Säure mit Wasser zusammen. Okay. Das kann ich wiederum verwenden, um höhere Menge Kupfer zu verarbeiten. Oder ich kann es ins Meer kippen. Nee, ich brauche später für Mikrochips, okay. Brauche ich das jeweils für die nächste Stufe 2C? Dann mache ich sie zu A, okay. Silizium, ich brauche... Also Säure ist später eine ganz wichtige Angelegenheit, wie es ausschaut. Mhm. Mohn und Säure macht Glas. Und macht Morphin. Holy shit. Golderzpulver und Säure macht Golderzkonzentrat und giftiger Schlamm. Alter, pff. Giftigen Schlamm. Ja, okay, aber wie kriege ich den raus? Giftigen Schlamm, Filterelemente mal und plus Sohle macht Wasser und Schlack.
Alter, Verwalter, okay. So, okay, die sind jetzt schon 15% schon voll. Scheiße. Also ich kann natürlich jetzt anfangen, den Schwefel zu verbrennen. Dann verbrenne ich 12 pro Minute. Ich brauche 3 von den Verbrennungsanlagen, um hinterher zu kommen. Scheiße. Oh. Kann ich nicht einfach Schwefel in die Gegend kippen? Ich bin doch ehrlich gesagt gerade am überlegen, für was ich Schwefel gerade verwenden könnte. In unserem Fall. Ich bin echt gerade noch im Zweifeln. Also ich könnte jetzt... Okay, ich kann es zu Gummi finden. Toll. Ich kann es zu Tofu machen. Toll, da komme ich aber auch nicht mit der Menge der... So minimale Mengen, wie ich da brauche. Ich könnte es für Dünger verwenden. Oh, mein Bildschirm ist gerade aus. Bildschirm? Jetzt ist er wieder da. Ja, das Verbrennen ist auch scheiße. Kann ich das auskippen? Darf ich das als Kippressource verwenden? Melden, wenn etwas nicht verkippt werden kann. Scheint nicht so. Das ist natürlich nicht gut. Mhm. Aber wir sollten Wasser auch zurückgeben, tonnenweise, oder? Hier müsste doch dann zwischendurch Wasser rauskommen. Ja, hier kommt Wasser raus. Gut, aber halt nichts im Vergleich, was wahrscheinlich hier drin ist am Ende. Es steht sogar. What? Okay. Das ist irgendwie unerwartet. Das würde ja heißen, ich sollte hier zwischendurch einen Wassertank einbauen. Okay, what? Okay. Nicht lang chucken, Dingsen, Watzen, was? Destillationsstufe 3. Genau, das ist Leichtdestillat. Mit dem Dampf macht zu Rohbenzin. Mhm. Daraus kriege ich dann jeweils das Brenngas. Von dem ich tonnenweise brauche. Weil ich bräuchte nochmal 6 Anlagen. Ein Dampfeingang nochmal. Warum können die das nicht an dieselbe Seite bauen einfach? An allen 4 Seiten geht das rein und raus. Holy shit. Okay. Chemiefabrik. Ich kann auf Wasserstoff und Stickstoff Ammoniak herstellen. Okay. Aus Ammoniak, Stickstoff plus Wasser wird Dünger. Oh, das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Also ich würde ja sagen, wir müssen erstmal hier fortführen, weil ansonsten geht das Ganze jetzt unter. Danach können wir hier die Stufe 3 gern einbauen, damit wir noch höhere Benzinproduktion haben, im Gegensatz zum Verbrauch, den wir haben. Also es scheint, Dampf ist immer noch kein Problem, das finde ich gut. So. Wo war denn das jetzt wieder? Die Chemiefabrik, richtig? So, die Chemiefabrik braucht 6 Ammoniak und 18 Stickstoff. Gut, ich will ja das eigentlich umwandeln. Ist das unter Wasser? Wo ist denn das? Ah, das ist hier drunter, ne? Gärtank. Maisbrei plus Sauerstoff macht Ethanol. Okay. Elektrolyseanlage. Hier. Was kommt denn da raus? Chlor. Okay.
Okay, wenn ich jetzt hier das Ammoniak reinnehme, 12 Stück, kriege ich das 12 Stück Wasserstoff raus und 12 Stück Stickstoff. Und ich kriege jeweils 12 raus. Bedeutet, ich kann zwei von den Anlagen einbauen, wenn ich währenddessen Dünger produzieren will. Richtig? Nee, nicht ganz richtig. Wie viel brauche ich nochmal bei der dritten Stufe? Ich brauche jeweils... Nee, warte mal. Hä? Warte mal, wo waren das nochmal? Hier. 12. Wie viel kriegt er jeweils raus? 12. Das ist so ein kleines Problem irgendwie. Ich kann es auch zu Brenngas machen und aus Brenngas und was Sauerstoff dann das herstellen. Aber ich finde die obere Variante besser. Gibt es noch eine Möglichkeit, wie ich Wasserstoff dazu mixen kann? Wasserstoff. Produktionswege. Der ist extrem übel. Ich habe sonst keinen Weg, wie... Ich hab's echt sonst keinen anderen Weg? Was wollt ihr mir jetzt gerade ernsthaft verklickern? Ich habe mit Schwefel gerade einfach nur fettes Problem. Weil ich echt nicht weiß, was ich mit Schwefel machen soll. Oder... Ich verwende das alles so weit, wie es geht und tue den Rest trotzdem da rein. Bedeutet, ich tue hier nur Abzweigungen machen. Und es dann dementsprechend verwenden. Oder ich stelle alles so weit auf Leichtdestillat um, weil ihr fresst ja tonnenweise Leichtdestillat. Jeder von euch frisst jeweils drei Anlagen oder zwei, kriegen das super hin. Fütter dann höchstens eine mit Brenngas ein bisschen, wenn mir was fehlt, weil natürlich, ich brauche jetzt dann eher wahrscheinlich drei in Zukunft, denke ich mal. Wenn ich mir das anschaue, ja, ich sollte vielleicht mal die dritte wieder aktivieren. Wiederverwertung, Schiff, katalytisch Reforming. Ich hänge gerade einfach in der Luft so ein bisschen, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich es am schlauesten anstelle. Es ist eventuell nicht die beste Situation, in der man sein kann. Neue Rohrleitungen. Rohrleitung 3, Abgasfilterung. Vielleicht ist das doch gar keine schlechte. Da brauche ich doppelt so viel, wenn ich Niederdruck habe. Und ich krieg nochmal Schwefel raus. Was soll ich mit Schwefel? Ganz ehrlich, ich bin gerade echt beim Überlegen, wie ich mit Schwefel durchkomme. Chlor kann ich hier verwenden. Rohbenzin plus macht Kunststoff, okay. Ethanol und Chlor macht auch Kunststoff. Schön. Snackproduktion. Alter Verwalter. Schiffsmotoren. Ja. Wertstoffsammlung. Da gibt es dann schon die neuen Labore mit Stufe 3. Ach du Scheiße. Wasserstoffproduktion. Das ist eigentlich das... Ah, das... Da brauche ich Brenngas wieder... Oh, das ist dann alles wieder in sich so verwoben. Das ist ja dann richtig schlecht. Abwasseraufbereitung. Da kann ich dann Chlor verwenden. Abwasser kriege ich noch mehr raus. Okay, das ist natürlich cool. Zuckerrohr. Das ist alles echt schwer zu sagen.
Lebensmittelpackung. Eieieiei. So, uns geht's gerade wieder ganz, ganz schlecht, weil Wasser. Weil Wasser? Siedlung ist voll mit Abfall. Oh shit, ich habe keine Ablage. Die haben die Insel vollgebohrt, scheiße. Ja, warte, ihr kriegt noch eine Reihe dazu, ihr dürft hier weiter kippen. Kippt mir weiter das Ding voll. Kippt die Gegend einfach voll, mir wurscht. Vergrößert das Ganze. Jetzt habe ich minus 10. What? Das war nicht unbedingt der Plan. So, euch muss ich wahrscheinlich sagen, damit ihr mal tiefer grabt. Ihr habt bis jetzt nur die Oberflächen an, in dem Fall. Bedeutet, ihr kriegt... Buddelt runter und findet, was ihr sucht. Das wird schon funktionieren. Ja, die buddeln hier den Rest ab. Und wie gesagt, ich mach mal ein bisschen Ruhe. Du schaust eh wahrscheinlich, wie ich dich kenne. Du bist ja gefühlt der teuerste Zuschauer hier. Was hältst du eigentlich von der Idee, die ich hier baue? Dass ich hier einfach alles platt mache? Was sagst du dazu? Ist das verrückt? Ich denke schon, oder? Das ist ziemlich verrückt. Vor allem, weil ich jetzt hier außenrum sage: Abbuddeln. Ich will das alles mit abgebuddelt haben. Ich will, dass dieses Gebiet da hinten stufenweise nach unten sich versetzen kann. So mein Ziel. Also das Beste wäre am Ende. Das Beste. Wenn ich tiefer gehen kann und immer weiter raus so einen Staudamm ziehen kann. Also wirklich eine versenkte Insel. Weil so baue ich mir natürlich dann Fläche, weil die Welt hier scheint ja relativ groß zu sein. Das hat echt, ich habe jetzt gar nicht geguckt, was mein Kollege gefunden hat hier hinten. Nichts. Schiff ist zu stark beschädigt. Scheiße. Geht's Ihnen jetzt wieder besser? Ja, okay. Es tut mir leid, Leute. Das war ein Fehler beim System. Ach, schau mal her. Jetzt geht die Wartung runter. Warum geht die Wartung runter? Weil Elektronik fehlt. Warum zur Hölle soll Elektronik fehlen? Ich habe tonnenweise davon. Weißt du, das machen wir jetzt noch hier schnell eine Folge. Irgendwo hier hin schipper ich Elektronik. Hier, das müsste Elektronik sein, ne? Gut. Ich will hier unten Wartungsgebäude haben. Wo sind denn die? Wartungsgebäude, wo waren die? Ich blöd zu finden teilweise. Da waren sie. Wartungsdepot. Ich setze jetzt hier zwei hin. Die müssten ja rein logisch ausreichen. Richtig? Richtig. Habe ich richtig erkannt. So. Die beiden bauen wir auf Schnellweise fertig. Gut. Wenn ich dann hier ein flaches Fördermal anschließe für die Lieferung. Warum schließt es... der Magnet ist schon wieder... Nee, der Magnet ist nicht ausgeschaltet eigentlich. Kollision mit Gelände, das ist schon wieder... Oh. Das Gelände macht mich echt noch fertig. Schnell entfernen, so. So. Läuft's gerade, scheiße. Okay, nochmal zurück zu den Wartungsgebäuden.
So. Noch ein Wartungsdepot. Gut. So. Bedeutet rein theoretisch wäre alles angeschlossen. Sollen wir eine Schnelllieferung für alles? Dass das instant fertig ist. Euch geben wir den Produktionsauftrag. Jetzt fehlen hier natürlich ab 100. Holy shit, warte mal. Okay. Erstens tun wir euch zwei pausieren. Das sollte schon mal großteils die Produktion anhalten. So. Aktuell brauchen wir keine roten. Bedeutet, euch können wir auch deaktivieren. So. Dann sollten die zwei die Wartung ja wieder unter Kontrolle kriegen. Richtig? Aktuell schaut's aus. Steigen tut's gerade wieder. Ist es auf jeden Fall gerade mal gestiegen gewesen. Es steigt wieder. Gut, ja, stimmt. Beim Maximum ist 700 und die produzieren jeweils 480. Und mit der ständigen Nachlieferung sollten wir hier gut dabei sein. Auch wenn hier gerade... Was... Okay, scheiße, das war eine blöde Idee hier. Brecht das ab. Geht hier seitlich rein, bitte. Sucht das Kupfer hier raus, bitte schnell. Wo sind die anderen LKWs? Die sind alle unterwegs. Ich dachte, dass wir alles hier abbauen, alles nach... Wie gesagt, das hier ist wahrscheinlich eine der sinnlosesten Sachen, die man machen kann. Aber ich finde es einfach cool, weil ich das... Keine Ahnung, ich will das zu meiner Welt hinzufügen. Ich will das hier flach machen. Genauso muss ich hier und nachher mal auf jeden Fall einfügen, dass hier eine Schräge drin ist. Sonst, wenn wir den Rest abbuddeln, dann stehen wir ganz toll da. Aber man sieht, wie schön sich diese Insel erweitert und ich finde das toll. Weil ich einfach so ein bisschen, man merkt so den Hauch von mir. Alles geht kaputt. So, Kupfer wird nachgeliefert, Kupfer wird produziert. Und ich hoffe, dass wir dadurch jetzt auf jeden Fall nach vorne kommen wieder. Weil jetzt fahren die letzten Elektronikteile. Na komm. Hat er die nicht produziert? Doch, jetzt kommen die raus. Jetzt kommt von ihm da auch das Zeug. Perfekt. Und dadurch sollte das jetzt nachproduziert werden. Gut. Und wenn das jetzt alles gut anläuft, dann sollten wir hier wieder hinterherkommen. Jede Verzögerung bringt uns dazu, dass wir näher wieder ans Scheitern kommen. Scheiße. Das ist gar nicht gut. Also das Kupfer muss ich vielleicht nochmal überarbeiten. Vor allem meine Kupferproduktion ist die schlimmste, die es aktuell gibt. Von allen Produktionen, die ich habe, ist die Kupfer die schlechteste organisierte. So, na komm. Schick die hinterher. Das schaffen wir schon noch. Gut Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Grundwasserressource-Knopf. Ja, ist genau das passiert, was Romo gesagt hat. Die Ressource wird knapp. Wir stehen zwar relativ voll, aber durch die hohe Produktionsmenge, ne,
wird das immer knapper. Wir haben jetzt damit vielleicht einen Ausgleich geschaffen, aber es ist trotzdem zu knapp. Und ich glaube, selbst auch die Produktion hier drüben frisst relativ viel, was man leider sagen muss. Also hier das Wasser, was natürlich reinkommt, ist auch eine Masse. Das ist einfach brutal. Leider in dem Fall. Aber wir finden dafür noch eine Lösung. Ich denke mal, wir werden hier vielleicht doch noch wirklich Wasser per Hand umwandeln, um die Ressource wieder gegenzusteuern. Vielleicht mit Niederdruckanlagen und so Zeugs. Aber das werden wir uns noch anschauen. Was verbrennen? Wir verbrennen bei hier gar nichts mehr, ne? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.